Ich bin sperrig, kantig und anstrengend. Sagen Sie nichts. Nach wie vor habe sie großen Respekt vor der Aufgabe, Ministerin zu sein, sagt Kerstin Schreier. Seit 21. März dieses Jahres ist sie im Staatsministerium für Soziales, Familie und Arbeit. Also seit genau 100 Tagen. In dieser aktuellen Legislaturperiode ist Schreier damit in der Mitte ihrer Amtszeit angekommen. Das psychisch Krankenhilfegesetz haben wir eingebracht. Wir haben, denke ich, das Familiengeld auf den Weg gebracht. Eine ganz, ganz große Leistung. Im Bereich Frauen und Gewaltschutz sind wir einen großen Schritt vorangekommen. Ich glaube, ich kann mit den ersten 100 Tagen sehr zufrieden sein. Ich kann Frau Schreier leider kein besonders gutes Zeugnis ausstellen, weil sie insbesondere im Bereich der Kitas nicht die notwendige Durchsetzungsfähigkeit bewiesen hat. Es wurden versprochen in der Regierungserklärung 30.000 neue Kita-Plätze bis 2020 für Bayern. Dann schauen wir in den Nachtragshaushalt. Kein einziger Cent wird zur Verfügung gestellt. Die Einführung des Familiengeldes ist wohl ihr bisher größter Verdienst. Ab September sollen es alle Eltern bekommen, die ein- oder zweijährige Kinder zu Hause haben. 250 Euro gibt es für die ersten beiden, 300 ab dem dritten Kind. Unabhängig von sozialem Status oder ob das Kind eine Krippe besucht. Rund 250.000 Kinder betrifft das in Bayern. Mit dem Familiengeld werden das bisherige Betreuungsgeld und das Landeserziehungsgeld gebündelt und aufgestockt. Ich möchte, dass wir im September wirklich genau so auszahlen können, das Familiengeld, wie wir es uns angedacht haben. Da müssen wir noch einige Schritte gehen. Und bei jedem schauen, der jetzt schon Betreuungsgeld oder und Landeserziehungsgeld bekommt, dass wir ausrechnen, mit welcher Variante er am besten fährt. Denn es soll jeder natürlich am meisten Geld davon bekommen. Das Familiengeld bedeutet, dass Familienleistungen mit der Gießkanne übers Land ausgegossen werden, allerdings nur für die Ein- bis Zweijährigen. Wir würden es für viel besser halten, das gezielt einzusetzen, auch nach sozialen Maßstäben. Nicht jedes Kind eines Vorstandsvorsitzenden von Siemens braucht eine solche Leistung. Jetzt bleiben Schreier noch mal 100 Tage. 100 Tage, in denen sie noch einiges anschieben will. Mir ist wichtig, dass wir im Bereich Prävention Gewalt gegen Frauen noch mal größer weiterkommen. Wir werden jetzt den runden Tisch Obdachlosigkeit starten, weil mir wichtig ist, dass wir hier nochmal schauen, wie wir den Menschen besser noch gerecht werden können und möglichst viele vor Obdachlosigkeit bewahren oder wieder in ein geregeltes Leben zurückführen können. Wir haben die Autismusstrategie gestartet und natürlich das alles muss ja auch begleitet werden. Ich habe ziemlich viel angeschoben und 10 Jahre lang hat Kerstin Schreier selbst als Sozialpädagogin und Familientherapeutin gearbeitet. Gute Voraussetzungen also für das Amt der Sozialministerin. Das endgültige Zeugnis aber bekommt sie erst im Oktober überreicht von den Wählern.